in der Zirkel. Also ich mache viel Grafiken, war eine ganze Weile der Arts-Lead bei Open SUSE und heute bin ich Mitglied im Fedora Design Team. Was machen wir heute hier? Man kann SVG für mehr verwenden als für Grafiken und unter anderem um Slides zu produzieren, also Vortragsfolien. Der Vorteil ist ein ganz einfacher, die meisten, die ihre Vortragsfolien irgendwo im Web bereitstellen, machen das meistens entweder als PDF, was eigentlich ein geschlossenes Format ist und was ich auch ja, nicht mehr so toll weiter bearbeiten kann. Es gibt weitere Alternativen, das wäre Prezi, wo man seine Präsentation hochladen kann und die werden dort als Flash dann wiedergegeben. Ja, Flash will ich schon mal gar nicht haben, das ist ja noch teuflischer wie PDF. Und dann gibt es noch die Variante, okay, ich gebe es als HTML frei, das ist so nicht mehr so toll, wenn ich dann jedes Mal unten mich weiterklicken muss. Ich möchte das auch nicht haben. Ich möchte auch nicht unbedingt meine OpenOffice-Quellen ins Web laden. Die kann man zwar weiter sag mal, bearbeiten, wenn man Office hat oder entsprechend Kenntnisse, wie das Format von OpenOffice aufgebaut ist. Es ist ja im Endeffekt auch bloß ein ZIP-File mit entsprechenden Textdateien drin, die den eigentlichen Inhalt ausmachen. Das ist nicht so toll, wenn man da jedes Mal das auspacken muss. Und, ich bin nicht so der Freund von Open oder LibreOffice. Das ist mir einfach zu gigantisch und zu umständlich, dieses Programm. Also möchte ich was anderes haben. Und ich mache mit meine Grafiken vom Prinzip her mit einer Sache, die die Zukunft vom Web ist. Wir werden ja in naher Zukunft irgendwann mal HTML5 haben. Und HTML5 und SVG werden also in Zukunft eine größere Rolle spielen im Web. SVG gibt es als XML-Dialekt ja schon länger. Ja, 2002 oder 2001 ist SVG 1.0 damals veröffentlicht worden. Heutzutage verwendet aber seltsamerweise kaum jemand SVG im Web. Also es gibt ganz, ganz wenige Seiten, die das überhaupt machen, aber in Zukunft wird es halt ein bisschen mehr sein. Und ich mache mein Vortragsfolien ganz einfach mit SVG und ein bisschen JavaScript. Und man kann sehen, was da Schickes möglich ist. Das ist ein Ball, der sich dreht, das ist SVG, besser gesagt mit Smile. Smile ist eine weitere Entwicklung für Web der Zukunft. Es ist ganz einfach eine Sprache, mit der zeitbasierte Wiedergaben gemacht werden können. In dem Fall wird halt nur beschrieben, wann was passieren muss. Mehr ist es nicht. Man sieht es also, man kann auch durchaus hier schicke Animationen bauen. Wir brauchen also in Zukunft Flash nicht mehr unbedingt, wenn man sich auskennt. Dass das Ganze natürlich mit Open Source Werkzeugen gehen muss, gehen sollte, ist klar. Es gibt verschiedene Projekte, die sich um SVG und Web kümmern. Ich habe mal hier einfach nur ein paar aufgeschrieben, die es da gibt. Dizzy zum Beispiel wäre eine Bibliothek mit einem einfachen Editor, wobei der Editor noch nicht sehr, sehr ausgereift ist, um ganz schnell einfach mal so Präsentationsfolien zu erstellen. Canvas G, SVG Web, das sind so Bibliotheken, mit denen man JavaScript-animierte SVG-Dateien machen kann. Ja, das ist mehr für die Leute, die Handarbeit haben. Und dann gibt es für, wie gesagt, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich arbeite überwiegend mit Inkscape, weil das einfach mal die Killer-Applikation ist im Bereich SVG-Editor. Für den gibt es halt Erweiterungen, die nennen sich Sozi und Jesse Ink, mit denen man sowas auch in Hand oder mit einer grafischen Oberfläche und mit den entsprechenden Werkzeugen, die Inkscape bereitstellt, machen kann. Mit Jesse Ink beschäftige ich mich schon eine ganze Weile, so 2,5 Jahre. Ungefähr. Damals musste man Jesse Ink noch installieren. Heute wird Jesse Ink, ich glaube, seit der Inkscape Version 0.47 gleich mit ausgeliefert. Das heißt, die entsprechende Erweiterung ist schon enthalten. Ja, das waren schon meine ganzen Folien. Was ich nämlich viel, viel besser finde, ist, das einfach mal vorzuführen. Ich starte also einfach mal Inkscape und
Ich verwende hier Chessing, weil es ganz einfach mal drin ist. Wer Sozi ausprobieren möchte, gibt auf meinen Webseiten, glaube ich, vor einer allzu langer Zeit gemacht, einen Screencast, wie es geht. In dem entsprechenden Artikel gibt es auch den Link zu Sozi, aber ich finde Sozi selber nicht so sehr ausgereift. Das, was Sozi kann, kann Inkscape auch. Inkscape hat zwei verschiedene Methodiken, um Präsentationsfolien zu erstellen. Das eine, wie man das, sage ich mal, aus einem Microsoft Office oder Open Office oder LibreOffice oder was auch immer für eine Office-Site gewöhnt ist, ganz einfach Folien basiert, die in einer Reihe liegen. Das kann man mit Inkscape machen. Ich mache das mal als allererstes. Ich stelle mir hier einfach mein Canvas auf eine Größe, die ein Bildschirm kann. Das ist jetzt 1024x768 und ich fange ganz einfach an, indem ich den Hintergrund erstelle. Ja, also so wie alle meine Folien aussehen sollen. Und das wird meine Masterfolie. Ich erstelle mir da einfach mal ein Rechteck. Hätte man vielleicht noch. Okay. Der soll natürlich genauso groß sein wie meine Seite. Richtig schnell aus. Und dann machen wir noch ein bisschen mit Ubuntu, also machen wir das mal orange. Der hat hier für meine Überschrift schnell auch ein entsprechendes Rechteck, bloß mit der Breite und der Höhe von 100 Pixel gezeichnet. Ich habe da einen Schatten dahinter gelegt. Den Schatten habe ich ganz einfach ganz schnell erzeugt, indem ich das Rechteck ein klein wenig nach unten verschoben habe. Habe dem eine Unschärfe gegeben und die Objektsichtbarkeit auf 50% heruntergesetzt. Und um das Ganze noch schicker aussehen zu lassen, habe ich da auf das Rechteck ganz einfach noch eine weiße Linie, aber nochmal ein weißes Rechteck gesetzt, von einer Pixelhöhe von 3. Und dem habe ich einfach auch eine Farbvorausfüllung gegeben, von weiß nach transparent. Und so sollen meine Folien aussehen. Ja. Wie geht das Ganze? Wie gesagt, Chessy Ink ist eine Erweiterung für Inkscape. Also finden wir das unter Erweiterung Chessy Ink. Und als erstes müssen wir hier Installation und Aktualisierung machen. Was passiert in dem Moment? In unserem SVG-Dokument wird ganz einfach ein kleines Stück JavaScript geedit, was später noch die Folien präsentiert. Und das enthält, was wir mit Chessy Ink alles machen können. Also, wir drücken das jetzt ganz einfach mal, wenden das an, schließen, Datei speichern unter, ja, müsste gehen. Und dann öffne ich mir mal schnell nochmal ein Opera. So, so sieht es aus. Die Auflösung, die ich an meinem Rechner benutze, ich weiß nicht, wie viel RH gibt, sieht man schon, es ist zentriert. Normal würde SVG in einem Browser wiedergegeben, ganz einfach von oben beginnt, also soweit wie es reicht. Also normalerweise müsste es ungefähr bis hierher reichen und dann bloß bis hier. Wenn wir ohne Chessy Ink arbeiten würden, dann würde das einfach nur dargestellt. Hier haben wir auch schon ganz einfach eine Darstellung, die das entsprechend auf die Größe skaliert, die unser Browser hier darstellen kann, also abhängig von dem System, was es darstellt. So einfach war die Schuhe. Dann möchte ich, wie gesagt, das Ganze immer auf jeder Folie haben. Und wir brauchen als erstes mal den Ebenendialog. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Varianten, wie Chessy Ink arbeiten kann. Wir arbeiten hier ganz einfach erstmal mit einer Cube-basierten oder so, wie wir es halt gewöhnt sind. Und ich benenne die Ebene ganz einfach mal um in Master Slide. Der Name ist frei, ich habe mir das bloß so angewöhnt. Und dann rufe ich ganz einfach die Erweiterung Chessy Ink wieder auf, sage hier Folien Master
Und hier darf ich den Namen der Ebene angeben, die den Full Master darstellt. Das ist wie gesagt Master underscore Slide. Ich wende das einfach an, schließe das wieder und hier mache ich mal das Schloss zu. Das heißt, selbst wenn ich mich auf der Ebene bewege, verschiebe ich hier nichts mehr. Lege ganz einfach mal eine neue Ebene an. Machen wir Slide 1 hinzufügen. Und ich blende mal hier aus, dass man das so ein bisschen sieht. Also ich habe jetzt die Master Slide Ebene ausgeblendet und schreibe hier ganz einfach mal meinen Text rein. Wir setzen uns das mal einfach mal auf Schwarz. So. Und das hier auf Weiß. So, ich habe das gespeichert. Gehen wir schnell wieder auf unseren Browser. Und dann sieht man das. Also der verwendet das hier schon als Hintergrund und dann brauche ich einfach bloß noch meinen Text positionieren. Ich mache mal noch eine Folie, Slide 2. Okay, und hier sehen wir, ist schon der zweite Text. Navigieren kann ich ganz einfach mit den Pfeiltasten. Was wir jetzt schon haben, ist eine schicke Übersicht. Wenn wir auf I drücken, können wir uns alle Folien anzeigen lassen, die wir haben. Was wir natürlich haben wollen, ist ein bisschen Effekt, also wenigstens auch so ein bisschen Übergang, also nicht so einfach ohne irgendwelche Effekte macht es einfach keinen Spaß mehr, oder sagen wir mal, die meisten brauchen diesen Aha-Effekt. Auch das ist natürlich möglich mit Jazzy Ink, und zwar gibt es hier ganz einfach die Übergänge für die Seiten. Ja, hier gebe ich einfach an den Namen der Ebene, Slide 1, die Dauer in Sekunden lassen wir so, machen wir Erscheinung, und da wir vorwärts und rückwärts navigieren können, kann ich hier auch noch angeben, ob ich das, wenn ich rückwärts vorführen will, ob ich da auch noch einen Effekt haben will. Wende das einfach an, speichere das Ganze mal. So sieht es aus. Was wir natürlich noch machen können, ist ganz einfach Text genauso einblenden. Ich kopiere den einfach mal und setze den hier ein Stück runter und sage hier einfach statt zweiter Text dritter Text. Das war ein T zu viel anwenden. Markiere mir hier den Text und rufe die Erweiterung wieder auf. Und hier ist es diesmal allerdings Effekte. Und hier kann ich sagen, in der Anordnung ist es die erste. Auch die soll aufklappendes Fenster sein. Mehr Rückzug zu hoch. Blend das einfach an. Schließen. Das markieren wieder. Jazzy Ink wieder aufrufen. Effekte. Und dann ist es hier nicht mehr die 1, sondern die 2. So. Und jetzt müssten wir hier auch ganz normal. Rules? Ja, ist genau verkehrt rum gemacht. Okay, man sieht's. Ich kann jetzt hier ein- und ausblenden, so wie ich das will. Ja. Also auch das ist möglich mit Jazzy Ink. Ja, was haben wir denn noch? Was Jazzy Ink auf jeden Fall auch kann, sind sogenannte Autotexte. Ich habe hier die Möglichkeit, Überschriften zum Beispiel automatisch einzublenden, indem ich hier die Ebenen einfach mit der Überschrift benenne. Dazu setze ich mir einfach hier irgendein Textzeichen und
gebe dem dann über die Erweiterung Jesse eben die Texte, gebe dem hier Folie und Titel. Ich speichere das mal. Und jetzt müsste auf meiner dritten Folie Slide 2 stehen. Jetzt sind wir es, also ich kann hier ganz einfach die Ebenennamen werden dann hier als Überschrift verwendet. Ich kann mir anzeigen lassen die Seitenzahl, also welche Seite das ist. Ich kann auch anzeigen lassen die Gesamtseitenzahl, also der zählt dann einfach halt nur die entsprechenden Layer durch. Und so kann ich mir eigentlich relativ schnell und einfach, würde ich mal behaupten, Folien erstellen. Ich muss natürlich mit dem Werkzeug Inkscape schon umgehen können. Okay. Eine Frage. Ja. Wenn ich das sozusagen als Überschrift missbrauche, den eigentlichen Foliennamen, und ich verändere die Überschrift im Laufe des Entstehungsprozesses, was ja nicht ungewöhnlich ist, werden dann die Verknüpfung auf die Effekte und Ähnliches gekillt? Oder also der nimmt halt, das ist eine Variable, die Variable wird belegt mit dem Namen der Ebene. Wenn du hier jetzt, ich ändere jetzt ganz einfach mal den Ebenennamen, speichere das wieder und gehe nochmal auf den Browser, refresh das mal und so einfach ist das. Ich muss hier oben nicht immer eine eigene Überschrift definieren, ich kann das halt über den Ebenennamen machen. Aber funktionieren jetzt auch die Effekte noch? Die funktionieren noch. Auch für den Übergangseffekt? Ja. Die bleiben erhalten. Das hat mit dem Foliennamen nichts zu tun. Okay, versuch mal zu erklären. HTML-Kenntnisse, jemand nicht? Okay, alle ein bisschen HTML-Kenntnisse. XML oder SVG ist vom Prinzip her ja ähnlich aufgebaut. Du hast halt irgendwo ein Element dafür definiert, meinetwegen Rect wäre im SVG halt die Angabe für ein Rechteck. Da kommt dann noch, kommen dazu vom Mittelpunkt ausgegangen die Koordinaten im X- und Y-System. Also wird angegeben, wo im Zeichenkanal das gerendert wird. Es wird noch angegeben die Abrundung der Ecken im SVG, im Rechteck zum Beispiel. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie sich das verhält. Und das hier kriegt ja innerhalb des SVGs auch mein ID. Ja, dann können wir das uns mal im SVG-Editor hier drinnen angucken. Da ist der SVG-Editor. Ich mache den mal groß. Kann man das erkennen von hinten? So, ja. Das sind ganz einfach meine leeren Namen. Ja. Und die haben ja eine ID. Und die ID ist gleich geblieben. Nur das Label ist hier. Also der gibt halt das Label zurück. Da gibt es sonst noch zu der Vorgehensweise Fragen. Generell, um jetzt produktiv zu sein, hat man ja schnell dann mal damit zu kämpfen, dass man 20 Folien hat und auch immer wieder so stupide Mittel wie Anstriche und so weiter. Das stelle ich mir jetzt noch nicht ganz so leicht vor, wenn man sonst irgendwo sagt, ich möchte die rund oder eckig oder sonst. Ganz schnell, was sind Anstrich? Naja, einfach eine Aufzählung. Ja. Zeichnen. Müsste man sich halt jetzt schon alles so zusammenzeichnen und dann. Das zeichne ich mir. Vielleicht, ja. Also, ich bin relativ fix mit Inkscape. Ja. Also, ich meine, ich zeichne, wenn ich hier jetzt Anführungs- oder Aufzählungszeichen nehme, ich mir halt einfach einen Kreis und dann sieht er genauso aus. Und ausrichten und so dann. Der wird halt dupliziert und was das Ausrichten betrifft, ist es ganz einfach. Ich habe hier oben ein Ordnungswerkzeug, ich habe das heute schon mal benutzt. Das ist hier Objekte ausrichten und mit dem kann ich ganz schnell auch mir so eine Objekte ausrichten. Ja? Ich kann das auch im Quelltext machen. Ja, also es geht relativ fix. Also das ist nicht so umständlich. Ja gut, es ist nicht so schön wie jetzt im OpenOffice, wo ich einfach nur drücken muss und ach, automatisch ist das ein weiteres Aufzählungszeichen. Aus meiner Erfahrung heraus, der Weg ist der vernünftigere, weil umso kürzer werden die Aufzählungen. Okay. Weil es so anstrengend ist. Nee, viele Leute vergessen ein bisschen, was Folien sind. Also die schreiben dort Romane aus ihrer Folien. Ja, also meine vier Folien, die da vor uns da waren, waren da Romane drauf? Nee.
Also viele, und dann fangen die an, diese Folien vorzulesen mit den Bekloppten, anstatt mit dem Publikum zu reden. Also, okay, also von der Seite her finde ich das schöner. Also, aber du kannst auch eben kopieren, oder? Natürlich, also ich kann hier ganz schnell auch kopieren und halt auf der Ebene verschieben. Also entweder kopiere ich mir das, was ich habe, jetzt mit Steuerung C und Steuerung Alt plus V wäre dann auf der, wenn ich im Ebenen-Dialog bin, halt an der Originalstelle wieder einfügen. Das heißt, wenn du plus Steuerung V drückst, was ja dann kopieren würde, der da, wo der Cursor steht, das einfügen. Wenn du Alt Steuerung V machst, fügt du das an der Stelle ein, wo das auf der anderen Folie auch war. So. Also es geht relativ fix, wenn man ein bisschen sich auskennt mit Inkscape und ein paar grafische Sachen kann, das geht bei mir so relativ schnell. SVG als solches ist ein Vektorformat und Vektoren haben ganz einfach gegenüber meiner Bitmap-Grafik einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich kann sie verlustfrei nämlich skalieren. Habe ich eingangs schon gesagt, das ist bereits schon mal größer skaliert und das ist der Vorteil. Und den Vorteil kann ich natürlich auch benutzen, um eine andere Art von Präsentationsfolien zu machen. Ich stelle euch das mal einfach mal vor, wir sitzen hier zusammen und versuchen ein Mindmap zu machen. Ja, also ich würde da stehen, jetzt, das wäre jetzt nicht so eine antiquierte Tafel, sondern wir nennen hier natürlich ein Smartboard, was ganz einfach für unseren Rechner dann immerhin auch bloß ein Grafiktablett wäre. Und ich fange hier an zu skizzieren unsere Idee. Ja. Und dann bringt jeder seine Punkte und hinterher haben wir hier eine schicke Grafik mit vielen, vielen Punkten, wo jeder seinen Beitrag dazu hatte. Und jetzt möchte ich das gerne präsentieren vor unserer Geschäftsleitung oder was auch immer. In der herkömmlichen Weise wäre ich jetzt ein armes Schwein. Ich müsste diese Grafik hier zerlegen, ja, teilweise. Also die kann ja eine größere Dimension erreichen, als unsere Folie überhaupt hergibt. Also ich kann da nichts mehr erkennen, wenn ich die auf eine Folie bringen würde. Heißt also, ich müsste die zerlegen. War nicht so toll. Weiterer Anwendungsbeispiel wäre eine Netzwerkgrafik. Schon mal jemand eine Netzwerkgrafik gemacht? Dürft, oder? Wie groß werden wir? Noch größer. Also, redlich, wie groß das Missband ist. Okay. Bei einem meiner Kunden sind 200 Server und 2500 Clients. Und wenn ich dann noch Dienste darstellen muss, also das sind die Dimensionen einer Netzwerkdarstellung. Und wenn ich die einmal skizziert habe, gesamt, die nochmal zu zerlegen, einzeln auf die Folie. Grausame Arbeit, echt grausame Arbeit. Mit SVG können wir hier ganz einfach. Für den Inkscape gibt es schon mal starten. Wir zeichnen uns hier mal ganz schnell so eine Idee oder was auch immer. Ich setze hier ganz einfach das nur zur Orientierung jetzt, die Seitengröße nochmal auf eine Bildschirmauflösung. Brauchen tue ich die nachher nicht. So, und dann möchte ich hier die Idee haben. Schreiben wir auch die Idee ein. So, wie du weißt, machst du am besten fertig. Und dann werde ich hier verschiedene Elemente haben. Thank you.
jetzt mal ganz schnell hier so eine Darstellung von einem Mindmap oder was auch immer gezeichnet. Also ist nur stilisiert. Also ich fange jetzt nicht an, hier wirklich so was zu zeichnen. Wie geht das Ganze? Und zwar nennt man das Ganze View-basiert. Das heißt, ich definiere hier in diesem SVG-Dokument bestimmte Punkte, nämlich Views, die nachher dargestellt werden. Dafür zeichne ich mir nochmal ein Rechteck und dem gebe ich jetzt hier für mich einfach mal nur bestimmte Einstellungen. Die Füllungsfarbe nehme ich einfach und gebe dem eine Konturfarbe, nämlich Rot, zu 100%, und dann mache ich das mal ein bisschen dicker, damit man das auch hinten sieht. Das dürfte man hinten sehen, oder? Ja. Okay. Als erstes möchte ich hier eine gesamte Übersicht haben. Also ziehe ich mir das mal so groß. Keine Angst haben, also der Rahmen wird noch jetzt nicht dargestellt. So, und dann möchte ich ausgehend von meiner Idee halt immer wieder die entsprechende Darstellung haben. So, kopiere das wieder. Ich drücke hier immer STRG D. Ja. Ups. So. 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 Sieht ein bisschen heftig aus, aber keine Angst. Und dann gebe ich dem, nehme ich mir einfach die Rahmen, die ich jetzt gezeichnet habe, die sollen später so dargestellt werden. Also der stellt zuerst da die ganze Übersicht, dann geht er hier rein. Also wenn ich das jetzt nummeriere, dann geht er von hier nach da und nach da. Okay? Und das machen wir jetzt ganz einfach mal, indem wir auf Jazzy Inc. gehen. Erweiterung, Jazzy Inc., Installation, Aktualisierung, sollen wir gleich mal machen. Okay. Erweiterung, Jazzy Inc., Ansicht. Und dann wende ich das hier einfach an. Okay. Halt. So, dann soll er hierher gehen, habe ich gesagt. Jazzy Inc. Ansicht. Das ist dann die 1. Dann soll er hier hingehen. Erweiterung. Jazzy Inc. Ansicht. Die 2. Erweiterung. Jazzy Inc. Ansicht. Und die 3. So, habe ich ja noch offen. Also, erste Ansicht, zweite Ansicht, dritte Ansicht, vierte Ansicht, fünfte und die sechste. War relativ einfach, oder? Genau das, was wir hier gemacht haben, dafür gibt es halt die Erweiterung Sozi noch, also werde ich gerne ausprobieren. Ich finde sie nicht so ausgereift. Und bei Sozi, die Vorgehensweise ist die gleiche, nur kann ich mir hier nicht erst alle Rahmen, sage ich mal, zeichnen und die dann nummerieren. Das macht Sozi ganz einfach nicht mit. Ist ein bisschen tricky bei Sozi. Ich habe dann hier noch so einen kleinen, wie sage ich mal, Ebenen-Dialog, wo ich die dann benennen kann, die Rahmen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. War relativ einfach, denke ich mal. Gibt es hierzu Fragen? Kannst du noch ein Objekt hinzufügen, in das hineingezoomt wird? Irgendwas Kleines, was dann auf dem Bildschirm hineingezoomt wird? Ich zeige es mal nochmal. Der geht hier von diesem großen Rahmen, den nimmt er hier und skaliert den auf unsere darstellungsfähige Größe. Und den Rahmen dann hinterher genauso. Also die Darstellung dieses Kreises, die ist ja schon größer. Okay, das stimmt. Ja? Also ich kann jetzt noch was, okay, wir malen hier mal noch was ganz Kleines. Okay.
Das müsste. Na, bei 100% sehe das so aus. Müssen wir mal gucken, wie groß ist denn jetzt der Rahmen? 353 breit und dargestellt wird wahrscheinlich bei dem da den 1024er Auflösung, also würde das ums Dreifache größer sein, das kleine. Gespeichert habe ich es schon. Ich tue mal schnell refreshen. Also man sieht es hier, das kleine ist hier klein zu sehen. Und dann gehe ich einfach mal weiter und es wird größer halt. Okay. Was man hier auch schon sieht, ist, dass es hier, sag ich mal, eigentlich drunter sitzt und hier nicht. Zu Schriften und SVG ist das gleiche Problem wie mit HTML und Schriften, Fonts. Also wer unbedingt jetzt spezielle Schriftarten verwenden will, der muss halt mit WOF oder ähnlichen Technologien arbeiten, also Web Open Font-Format und entsprechenden Diensten oder halt das Wort selber packen oder wie auch immer. Ansonsten aus Inkscape heraus gibt es noch eine kleine andere Lösung. Ich wandle einfach Schriften in Pfade um. Das heißt, die Darstellung würde dann exakt genauso sein, wie das hier bei mir aussieht. Ich mache es einfach mal. Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Der Unterschied ist halt jetzt, hier habe ich so ganz viele Knotenpunkte. Erhöht natürlich die Speichergröße des Dokuments und ich kann es halt später nicht mehr als Text nachbauen. Ne? Das ist der Nachteil. Das müsste hier eigentlich so fast. Ne? Man sieht, die Darstellung ist jetzt exakt genauso wie bei mir hier. Nur hier verwendet er halt schon wieder eine andere Schriftart. Ne? Dann kann man Objekte einfüllen, die immer gleich bleiben, also nicht mitfliegen, sondern also beziehungsweise die mitfliegen. Also ich möchte, dass immer eine Titelleiste dort ist, wo immer mein Name steht, wie auch immer, egal wie ich rufe. Immer eine Titelleiste. Rein technisch müsste das gehen. Aus Jesse Inc. heraus gibt es die Funktion nicht. Aber ganz einfach, du definierst über HTML Grundkenntnisse hast du, ja? CSS auch. Du weißt also, was ein Diff im okay, du definierst halt ein Div mit deinem Namen, mit der Leiste. Die wird halt immer standardmäßig angezeigt und das SVG wird das zweite ausprobiert, selber habe ich es noch nicht. Achso, das wird einfach außerhalb des SVN speichert, direkt in eine HTML-Seite, wo das SVG. Nicht SVN, SVG. Entschuldigung, also das SVG mit eingebunden wird. Das ist ja eine HTML-Seite, wo dann das SVG drin ist und mein. Ja. Okay, gut. Ja, das würde gehen. Also, Jesse Link selber bietet die Möglichkeit nicht. Aber du kannst ja gerne ein Feature Request dafür machen. Wie kompliziert ist es jetzt noch, Schritte dazwischen zu fügen? Also wenn ich jetzt beispielsweise jetzt nochmal weiter reinziehen wollte, das Client. Also jetzt zwischen die Folie 1, die Folie 2, eine Folie. Ganz kompliziert, weil du musst alle Ansichten erstmal entfernen. Weil wir haben die ja durchnummeriert, die sind ja nummeriert. Das heißt, du musst die Nummerierung dann verändern. Deswegen zeichne ich hier erst und setze mir dann die Ansichten. Kann ich lücken lassen, so muss man vielleicht gar nicht 1, 2, 3, sondern 1, 10, 20. Ja, das würde gehen, also so wie es für Basic war, also Spaghetti-Programmierung. Das müsste das sollte man besser als danach funktionieren, aber wie gesagt, also normal mache ich, sag ich mal, die Darstellung zeichne ich erst. Ich zeichne mir erst meine ganze Netzwerkskizze. Und wenn dann was dazukommt, das Entfernen und die Ansichten neu setzen, das ist nicht so mal so das Thema. Also wie geht es entfernen, soll ich vielleicht auch mal zeigen. Ist eigentlich ganz einfach. Ich rufe hier Jesse wieder auf und zwar habe ich hier deinstallieren, entfernen und da wird mir ganz einfach ein Auswahldialog gezeigt, was ich alles entfernen kann. Also es gibt selber die Effekte, Folie Master zu Autotext und hier einfach die Ansichten und dann nehme ich hier alle Haken raus und entferne einfach alle Ansichten und dann setze ich alle Ansichten neu. Okay, sonst noch Fragen? Sind noch weitere Übergänge möglich, sowas zum Beispiel Rotation oder so? Ja, Rotation, also es sind vier hier drin. Mit der nächsten Version von Jesse kommen, glaube ich, 6 oder 7 weitere. Also diese Übergänge, da gibt es viele Leute, die sich damit beschäftigen. Also das ist jetzt eine OpenSUSE L4 mit einer Inkscape-Version 0.48.1 und das ist der Stand von vor einem Dreivierteljahr. Ja, also
in der neueren Version von Chessing sind, glaube ich, so 10 oder 12 Effekte, Übergangseffekte für die Seiten drin. Ja. Ich finde, also du kannst so ganz normale Funde mit dieser Sache machen. Der Witz bei der ganzen Show ist, wenn ich hier, ich mach's mal, ich drehe einfach mal hier so eine Ansicht. Beim Sterben sieht man das. Und ich kann alleine hiermit schon gigantische Effekte. Ah, ja. Okay. Also wenn ich hier ein bisschen Kreativität reinlege, also ich meine, ich könnte jetzt hier ringsrum wie so eine Uhr zeichnen oder so, und das sieht eigentlich relativ schick aus. Und, ich kann das auch flippen, drehen. Es gibt zwei, drei Darstellungen für Sozi und für Chessing, was man eigentlich damit alles machen kann. Also, das ist halt schick animiert, würde man sagen. Ja. Okay. Ja. Wir kann der OpenGL nutzen für diese ganzen Effekte? Generell nimmt ja der Browser sowieso OpenGL zum Rendern, oder? Wie der Browser will das sagen. Ja, weil du musst ja nicht diese GL-Anweisung in deinen Quelltext schreiben. Und der Browser rendert das ja mit OpenGL. Also von daher ist das irgendwo am falschen Ende gedacht, denke ich mal. Kann man denn auch andere Objekte wie so Links oder ja, Audio oder sowas einbinden? SVG ist ein XML-Dialekt und du kannst grundsätzlich, kannst du auch ohne die Erweiterung. Ich lösche mir mal ein bisschen was, weil das ist mir jetzt alles zu viel. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste drauf gehe, habe ich hier die Objekteigenschaften. Also ich kann hier aus dem Inkscape schon heraus, ohne Chessing und so weiter, kann ich, ja, das kennt ihr, On-Click und Mouse-Over und Mouse-Out und so, das sind JavaScript-Händler. Ja. Die konnte ich schon immer setzen, unabhängig von diesen Erweiterungen. Das heißt, ich kann hier im SVG ganz normal genauso linken. Also schreibe ich einfach rein, in den Quelltext notfalls. Videos einbinden geht auch, geht direkt mit Chessing, ist drinne. Ich definiere halt hier so ein Video und da wird hier replaced das Text, ne, wird überall auf das Movie. Ist eigentlich selbst erklärend, oder? Kann allerdings nicht hier drauf sein. Kann man denn dann, wenn man so eine Präsentation fertig hat und die zum Beispiel als also ausdruckbar zur Verfügung stellen? Sicher. Muss man das und zwar habe ich mir das ja auf eine Seite gemacht hier. Die sind nur gut. Und wenn ich das exportiere jetzt, ja, dann wird es als Grafik exportiert. Ja, ich mache es einfach mal. Klicken und exportieren. Zeichnung PNG. Zack. So, und dann haben wir hier Zeichnung PNG. Ja. Ich kann das natürlich auch zu PDF. Also ich meinte jetzt, das sind ja jetzt... Ja, du möchtest gerne ein Handout haben, wo einzeln die Dings da... ist im Moment nicht in Chessing implementiert, dass du jetzt hier eine einzelne Seite kriegst mit den Inhalten oder so. Aber ich glaube, das ist schon als Feature-Request 3-4 Mal vorgekommen bei Chessing selber. Irgendwann wird das kommen. Okay, das war's dann.